freiwillig. Von diesem Donnerstag an sind fast 427 Millionen Wählerinnen und Wähler in der Europäischen Union an die Urnen gerufen. Es ist die zweitgrößte Wahl nach der in Indien. Tatsächlich sind es 28 einzelne Wahlen in jedem einzelnen Mitgliedsstaat der EU. Es gilt das Verhältniswahlrecht, aber jedes Land kann die Wahl nach eigenen Regeln abhalten. In Malta und Österreich wählen schon 16-Jährige. In Griechenland gilt das Wahlrecht ab 17. Schon an diesem 23. Mai wählen die Niederländer und die Briten. Ab Freitag wählen Iren und Tschechen. Am Samstag folgen Lettland, Malta und die Slowakei. Die Tschechen wählen am Samstag weiter. Am Sonntag wird in 21 EU-Mitgliedstaaten gewählt, darunter in Deutschland, in Österreich, Spanien, Portugal, Frankreich und so weiter. Wahlpflicht gilt in Belgien, Luxemburg, Bulgarien, Zypern und Griechenland. Insgesamt werden 751 Abgeordnete ins Europaparlament gewählt. Wenn Großbritannien nicht dabei wäre, wären es nur 705. Die meisten Abgeordneten kommen aus Deutschland, insgesamt 96. Aus den kleinsten EU-Mitgliedstaaten, Malta, Zypern und Luxemburg, kommen jeweils 6 Abgeordnete. Seit den ersten Direktwahlen fürs Europaparlament 1979 ist die Wahlbeteiligung stetig gesunken. Zunächst lag sie bei mehr als 61%. Zuletzt gingen in vielen osteuropäischen Ländern nicht einmal mehr 25% der Wahlberechtigten an die Urnen. Wie die Wahlbeteiligung 2019 ausfällt, wer wie wo abgestimmt hat, das erfahren Sie in unserer Wahlsondersendung am Sonntag auf Euronews im Fernsehen und auf de-euronews.com.